lass uns mal ganz kurz über dieses Multistreaming sprechen, weil das wurde jetzt die letzten 2, 3, 4 Tage wurde mal darüber gesprochen und ich auch gefragt. Also bei mir gibt es aktuell kein Multistreaming. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das zu viel Stress und zu viel Rumgedödel bedeutet, um das zu realisieren. Das ist Grund 1. Grund 2 ist der YouTube-Algorithmus und YouTube ist die einzige sinnvolle Plattform, die man mit ansprechen kann. Weil ich sag mal so, Kick fällt aktuell so ein bisschen ja, unten raus. Die rühmen sich jetzt immer weniger mit Positivität. Und was anderes bleibt dann ja fast nicht übrig. So, man könnte das jetzt noch bei TikTok und bei TikTok reindonnern und du könntest das bei Instagram und so alles reinmachen, aber das sind alles vertikale Geschichten und also ja, es bringt Reichweite, aber es bedeutet auch unglaublich viel Hassel im Hintergrund, dass das Video überall hin verteilt wird. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir gehen einfach auf restream.io, aber bei mir hängt hinten dran ein bisschen was anderes noch als ich stream zu Twitch. Also bei mir kommt zwischen dem, was hier in meiner Wohnung passiert und was du siehst, passieren zwischendurch noch ein paar Dinge, die wichtig sind, um den Content zu verwursten für YouTube. So, also wenn wir jetzt mal nehmen, dass YouTube die einzig gute Alternative ist für Multistreaming, haben wir folgende Probleme. Es gibt kein Programm für einen Chat, das so beide Chats gleichzeitig offen haben kannst. Das heißt, du müsstest hier mehrere Chatfenster aufmachen und würdest mit verschiedenen Parteien und Streams reden, was ich persönlich total doof finde. Weil wenn jetzt jemand in YouTube eine Frage stellt und ich bespreche den an, weiß mein Chat hier beispielsweise überhaupt nichts damit anzufangen. Was ich total verwirrend finde und auch irgendwie nicht cool finde. Des Weiteren ist es nicht gut für den Algorithmus bei YouTube, da live zu streamen. Also zumindest ist das mein Informationsstand nach der Recherche, dass der Algorithmus das nicht wirklich sehr, sehr feiert. Da wir momentan dabei sind, diesen YouTube-Kanal vernünftig zu bespielen und zum Wachsen bringen, also ich möchte den gerne zum Wachsen bringen, möchte ich da jetzt gerade ehrlich gesagt keine Energie reinstecken, um einen Multistream anzumachen. Weil ob ich da jetzt für 50 Leute streamen oder nicht, dann kann ich auch hier streamen. Das ist für mich jetzt eine Plattform, wo es Videos gibt, die könnt ihr euch ansehen. Da habe ich meine Community und das finde ich schön, so wie es gerade ist. Und das wird sehr, sehr schön von Paul und mir gepflegt. Und da kommt halt auch sehr viel schöner Content. Und ich möchte meine Energie und Zeit, die ich noch neben dem Stream habe, gerne dafür nutzen, das dort weiterzumachen und mich nicht um viele andere Baustellen noch zu kümmern, dass das funktioniert. Und genau deswegen möchte ich aktuell einfach nicht Multistreamen. Ganz einfach. Weil ich auch nicht der Überzeugung bin, dass das sehr viel bringt. Aber in der Theorie ist alles dafür vorbereitet. Also in der Theorie ist die Infrastruktur dafür vorbereitet und man müsste theoretisch nur 3, 4, 5 Knöpfe drücken und dann könnte man das machen. Und es gibt auch schon einen YouTube-Kanal, einen eigenständigen YouTube-Kanal, der für die Livestreams da ist. Ist alles vorbereitet und auch da und wäre in der Theorie auch möglich. Machen wir aber gerade nicht. Nee, eben nicht, Rickety. Nee. Das habe ich schon ausprobiert. Ich habe YouTube-Streams für 2 Monate habe ich das gemacht. Da kommen nicht viele neue Leute. Rickety. Da kommen nicht viele neue Leute. Jetzt gerade kommen super viele neue Leute, weil dem Algorithmus halt einfach so wie wir das immer schön sagen, die Eier gekrault werden und das super vielen Leuten empfohlen wird. Ja, das funktioniert bei mir aber nicht, Ethan. Das funktioniert bei mir nicht, weil, wie gesagt, zwischen das, was hier in diesem Raum passiert und das, was du auf dem Bildschirm siehst, dazwischen passieren noch ein paar Dinge, ein paar mehr Dinge. Weil wir ja beispielsweise auch keine Wots haben, die sind auch nicht an und ihr sollt ja auch Videos in YouTube, bei YouTube sehen, in vernünftiger Qualität und so. Also hier zwischendrin ist noch ein Server, der dieses Videosignal verarbeitet, bevor das zu euch kommt. Und diesen Knotenpunkt, sag ich jetzt mal, oder diese Zwischenstation, so. Die wird nicht ausgelassen. Und dann gibt's noch ganz, also dann darfst du bei YouTube darfst du nur copyright-free Music hören. Darfst du hier auch nur, ne? Also hier gibt's ja auch nur im Intro Musik, aber auf den Hassel zum Beispiel habe ich auch gar keinen Bock, dass man da eventuell live irgendwie verwarnt wird etc. Dein Stream wird ausgemacht. Selbiges gilt für Reactions, diesen ganzen Philippans. Also ich müsste auf so viele Dinge achten,
um dort live gehen zu können, dass mir dieser ganze Hassel einfach zu viel Stress bedeutet und ich das gerade nicht brauche. Das verstehen super viele Leute als so einfach, aber so einfach ist es nicht. Also hier zumindest ist es nicht so einfach. Also ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt nicht wofür. Also wie gesagt, du könntest bei Facebook, könntest du das glaube ich machen, dann kannst du bei Kick live gehen und bei YouTube live gehen so. Und ich sag mal, die beiden Dinge wären jetzt so die sinnvollsten Alternativen. Oder die drei. Aber was willst du bei Kick? Was willst du bei Facebook? Und wie gesagt, YouTube ist, YouTube-Algorithmus ist sehr schwierig. Sich nicht abhängig machen von Twitch. Ja, Maga, ob ich mich jetzt abhängig mache von YouTube oder von hier, ey, am Ende bin ich immer abhängig von irgendwem. Also, am Ende, ob ich jetzt meinen YouTube-Kanal habe und bei YouTube streame oder ob ich hier streame, weißt du, am Ende ist das scheißegal, wirklich, Rickety. Also diese ganzen, ich sag mal, Dämonen, die immer erzeugt werden von Menschen, die da draußen, denen es sehr gut geht und die sehr privilegiert sind und jeden Monat fünfstellige Gelder nach Hause fahren, in der Situation bin ich gar nicht. Ich bin immer abhängig von irgendwem, weil ich immer einen Dienst nutze. Ob ich jetzt von meinem Root-Server spreche, ob von meinem Stromanbieter, von meinem Internetanbieter, ich bin von allen Leuten abhängig. Und ja, Twitch behandelt seine Creator scheiße, das ist richtig. Und das könnte definitiv besser sein, da gehe ich auch ganz konform mit. Aber was will ich bei YouTube machen? Ich habe hier über 100.000 Follower. Hier habe ich seit 10 Jahren meine Community gemacht. So, jetzt bin ich seit einem Jahr bei YouTube dran, da den Kanal aufzubauen und damit was zu machen. Da, wenn ich da live gehe, habe ich nur einen Bruchteil der Menschen von denen, die ich hier habe. Ich würde mir einfach in mein eigenes Fleisch, schneiden, wenn ich jetzt da eine dicke Nummer zünden würde. Und die Menschen, die das machen, ne? Also die Leute, die da draußen diese fetten Deals annehmen und solche Parolen schwingen, die sitzen halt in einem Boot und haben für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich ausgesorgt. Darüber kann ich, kleiner Furz, brauche ich mir gar keine Gedanken machen. Weil ganz ehrlich, und das sage ich jetzt mal wieder in meinen Worten, wenn ich die Kiste hier ausmache, fick ich mich selber in den Arsch. Dann kann ich arbeiten gehen. Was nicht schlimm wäre, ne? Muss ich immer dazu sagen, was nicht schlimm wäre. Weil wenn es nicht geht, geht's halt einfach nicht. Aber das ist halt Quark mit Soße. Das ist halt einfach Quark mit Soße. So, und ich bin jetzt auch nicht, ich verdiene immer noch genau dasselbe Geld, wie vorher. Ich verdiene nicht weniger Geld. Den einzigen Cut, den ich hatte, sind die 3,99. Das ist scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Aber danach habe ich kein Geld mehr verloren, so. Und die ganzen Werbungskram, das war YouTube auch. Da kriegst du genauso viel Werbung. Warum haben Mabix und Noah Eder auf YouTube gewechselt? Also Noah hat auf jeden Fall zu YouTube gewechselt, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass er sich mit Mabix unterhalten hat und die ein unzertrennliches Duo sind und so können sie gemeinsam wachsen. Bei Mabix kann ich dir das nicht genau sagen. Ich schätze mal einfach, weil Twitch für ihn hier nicht gezündet hat und er einfach auch größer war schon auf YouTube und für sich selber war die weisere Entscheidung, bei YouTube zu bleiben, weil er dort schon eine viel größere Fanbase hatte. Ganz simpel. So. Und bei mir wäre es genau andersrum. Wenn ich jetzt hier weggehe und zu YouTube gehe, dann wäre das genau dasselbe, als wenn, wenn Mabix jetzt bei Twitch streamen würde. Die Bildqualität ist natürlich auch ein Punkt. Ja, Leute, ohne Scheiß. Also, mal ganz ehrlich, unter uns, ihr wundervollen Menschen da draußen, kann ich euch sagen, 60-70% der Leute, die das hier konsumieren, gucken eh auf dem Handy. Und denen ist das auch scheißegal, wie das aussieht. Das sind Hardliner-Zuschauer, die nötige Hardware haben, den nötigen Bildschirm bzw. Fernseher und das nötige Internet dazu haben. 4K 60, jo, aber das kann noch fast kaum einer empfangen, so. Also ja, ist ein Argument, aber ganz ehrlich, das kann eh fast keiner gucken. Natürlich sind die Zahlen bei Mabix gestiegen, weil Mabix halt auch sein Kanal ist auf Simracing aufgebaut. Er hat regelmäßig seinen Algorithmus gepflegt. Er geht genauso viel live wie vorher auch. Also der Algorithmus hat sich an die Sachen gewöhnt und dementsprechend wird er halt auch vorgeschlagen so. Und Simracing ist bei YouTube jetzt nicht so eine kleine Nische so, das geht schon. Und da war halt die Basis ist halt schon vorhanden. So der Move zu Twitch zu gehen und dort zu streamen ist zwar ganz nett wegen Twitch Prime etc. pp. so. Aber am Ende des Tages, da wo deine Community ist, da bist du am besten aufgehoben. Nein, Cebo ist nicht verboten. Und das war eine gute Entscheidung.